Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein knappes halbes Jahr nach der Bundestagswahl hat Kanzlerin Merkel den Kurs der Großen Koalition abgesteckt. In einer Regierungserklärung im Bundestag nannte sie heute den Zusammenhalt der Gesellschaft als zentrales Ziel ihrer vierten Amtszeit. Die Flüchtlingskrise 2015 habe das Land gespalten. Dabei räumte Merkel auch Fehler ein. So sei in der EU zu spät auf die Entwicklungen in Syrien, Libyen und dem Irak reagiert worden. Dass die beiden jetzt hier zusammensitzen, ist noch ungewohnt. Nach dem Streit um die Flüchtlingspolitik haben sich Merkel und Seehofer mühsam zusammengerauft. Lange wollten beide Recht behalten. Jetzt blickt die Kanzlerin auf das Jahr 2015 zurück, kritisch und selbstkritisch. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass wir, und ich sage auch ich, und auch viele unserer Partner in der EU und der NATO, zu lange, zu halbherzig reagiert oder einfach gehofft haben, dass uns diese Probleme nicht direkt betreffen werden. Und jetzt Merkel, die vierte. Neue Regierung, neues Programm, neuer Streit. Beim Thema Islam geht sie auf Distanz zu Seehofer, obwohl der ja fast neben ihr sitzt. So richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist. Eine Stunde lang referiert Merkel den Koalitionsvertrag, dazwischen aber immer wieder der Versuch, auf Sorgen einzugehen, Zugeständnisse zu machen, eine Art neue Glaubwürdigkeit zu vermitteln, mit Satzanfängen wie diesen. Dann machen wir uns nichts vor, seien wir ehrlich. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass wir... Merkel spricht die Spaltung der Gesellschaft an. Der kleine Unterschied zeige sich aber nicht nur zwischen Arm und Reich, sondern auch im Umgang miteinander. Ich möchte, dass am Ende dieser Legislaturperiode diese Bilanz gezogen wird. Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden. Spaltungen und Polarisierungen konnten verringert, vielleicht sogar überwunden werden. Und Zusammenhalt ist neu gewachsen. Die Kanzlerin wirkt zeitweise entschlossen, manchmal gar flehentlich. Dann wieder zeigt sie sich für alle sichtbar so. Aber die Aussprache zu ihrer Rede dauert ja auch 3 Stunden lang. Wo die Kanzlerin eben noch den Zusammenhalt beschwört, verteilt die AfD ein vergiftetes Lob. Als stärkste Oppositionsfraktion darf sie direkt auf die Kanzlerin antworten. Von Deutschen, Frau Bundeskanzlerin, war bei Ihnen schon lange nicht mehr die Rede und im geschriebenen Text habe ich es nicht gefunden. Aber Sie haben das erste Mal wieder von Deutschen gesprochen. Das ist der Erfolg der AfD. Erfolg definiert Andrea Nahles anders. Sie nimmt für die Regierungskoalition in Anspruch, sich um die wahren Alltagssorgen der Menschen zu kümmern und damit den Zusammenhalt zu stärken. Wir wollen extreme Mieterhöhungen nach Modernisierung oder Sanierung stoppen. Wir wollen mehr und vor allem bezahlbaren Wohnraum schaffen und auch jungen Familien mit dem Baukindergeld Unterstützung beim Kauf eines Eigentums zukommen lassen. Nicht nur da wolle die Große Koalition zu viel Geld ausgeben, sagt die FDP und warnt vor einer unseriösen Finanzpolitik. Niemals zuvor hatte eine Regierung einen solchen Verteilungsspielraum wie Sie und dennoch reicht er nicht, um alle ihre Ausgabenwünsche zu finanzieren. Die Linkspartei betont vor allem die soziale Ungleichheit im Land. Die Große Koalition traue sich nicht, sich mit den Superreichen anzulegen und vergesse die Abgehängten. Im Koalitionsvertrag kommt der Osten in der Präambel vor und sonst nur als Naher Osten und als Kosten. Ich finde, das ist ein Problem, meine Damen und Herren. Ich finde, das ist ein Problem. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn der Frust da besonders wächst. Die Grünen widersprechen grundsätzlich der Klima- und Sozialpolitik der Großen Koalition und fordern gerade von der Regierung, sich mit den Argumenten der Opposition auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es uns allen gut tut, dass wenn wir bei aller heftigen Leidenschaft, die da dazugehört, trotzdem Respekt füreinander haben und dass wir bei aller eigenen Überzeugung trotzdem auf die Argumente der anderen hören und eingehen sollten. Und ich glaube, bis Freitag werden alle Minister der Großen Koalition dem Parlament ihre Vorhaben für diese Legislaturperiode vorstellen. Es war die erste Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel nach dem Start der Großen Koalition. Tina Hassel in Berlin, wie sind Merkels Rede und die Debatte aufgenommen worden? Nun so, dass dies keine Regierungserklärung im Routinemodus war und dass die Debatten der nun 4 Oppositionsparteien, die alle ihre Rolle ja noch finden müssen, den Bundestag auf jeden Fall beleben werden.
Angela Merkel war die quälende Koalitionsbildung noch immer anzumerken. Sie zeigte sich deutlich selbstkritischer als zuvor, sprach das schlechte Wahlergebnis ebenso an wie die Spaltung der Gesellschaft, nicht nur, aber auch durch die Flüchtlingspolitik. Merkel zeigte sich aber auch selbstbewusst mit kritischen Tönen gegenüber der Türkei, Russland und den USA und dem klaren Bekenntnis, der Islam gehöre sehr wohl zu Deutschland, auch wenn viele damit ein Problem hätten und das Land natürlich christlich-jüdisch geprägt sei. Eine deutliche Absage an Seehofer, Dobrindt und die CSU. Die Opposition kritisierte die fehlende Aufbruchsstimmung und sie machte deutlich, dass die Kanzlerin für die heute beklagten sozialen Probleme wie Kinderarmut oder Pflegemangel schließlich in den letzten 3 Legislaturperioden verantwortlich war. Insofern zeigt der heutige Tag im Parlament, dürfte es lebhafter werden und Merkels 4. Amtszeit wohl ihre schwerste. Zurück zu Thorsten Schröder. Facebook gerät wegen des jüngsten Datenskandals weiter unter Druck. Behörden in Europa und den USA kündigten Untersuchungen an. Aktionäre reichten Klagen ein. Der morgige EU-Gipfel will sich mit dem Thema beschäftigen. Das Unternehmen selbst sieht sich hingegen als Opfer. Nutzer hatten sich über Facebook in eine App eingeloggt und ihre Daten freigegeben. Dabei griff das Programm auch Daten der Facebook-Freunde ab. Die Informationen gelangten dann auf illegalem Weg an die Firma Cambridge Analytica. Betroffen sind etwa 50 Millionen Facebook-Nutzer. Krisenstimmung in Facebooks Hauptquartier Menlo Park im Silicon Valley. Der Konzern soll bei einer Mitarbeiterversammlung über den Stand der Dinge informiert haben. Nur einer fehlte, Firmenboss Zuckerberg. Er schweigt bislang zu den Anschuldigungen, Facebook habe die Privatsphäre von bis zu 50 Millionen Nutzern fahrlässig verletzt. Ein ehemaliger Mentor Zuckerbergs mahnt den schwerreichen Manager, aus der Deckung zu kommen. Du kannst nicht Milliarden Dollar verdienen und dann nicht verantwortlich sein wollen für die Konsequenzen deines Handelns. Facebook sieht sich als Opfer, erklärt in einer Stellungnahme, man sei getäuscht worden, die Schuld liege bei der britischen Datenanalysefirma, die Facebook-Daten heimlich weitergeleitet habe. Cambridge Analytica hat inzwischen ihren Chef Alexander Nix entlassen. Experten kritisieren Facebooks Verteidigungsstrategie. Facebook ist zunächst mal der Dieb. Die haben die Daten geklaut von den Nutzern auf eine Art und Weise, die die Nutzer nicht ansatzweise wollten und die sie auch nicht überblicken konnten. Was mit den Daten nachher passiert, auch von Applikationsanbietern, das ist so lange egal, solange es keinen Skandal gibt. Nun ist der Skandal da und die Politik will in deutlicherer Klarheit wissen, was bei Facebook schiefgelaufen ist. Der Kongress möchte Zuckerberg persönlich befragen. Wäre es nicht toll, wenn er hier aussagte, wie andere, die gebeten werden, über die Arbeitsweise ihrer Firmen zu sprechen? Mag er weltweit ein Vermögen verdienen, er sollte unsere Gesetze respektieren. Ob Zuckerberg sich einem Kongressausschuss stellen muss, ist noch unklar. Tausende Facebook-Nutzer wollen das nicht abwarten. Unter dem Hashtag #DeleteFacebook, löscht Facebook, rufen sie dazu auf, das größte soziale Netzwerk der Welt zu verlassen. Lange galt er als Musterbeispiel amerikanischen Erfindergeistes, Mark Zuckerberg. Doch nach dem jüngsten Datenskandal laufen ihm die Nutzer davon, der Aktienkurs rutscht massiv ins Minus und die Politik zieht die Zügel an. Der Facebook-Chef steht unter Druck wie nie zuvor. Die EU-Kommission will große Internetkonzerne in Europa stärker besteuern. Unternehmen wie Google und Facebook sollen künftig eine neue Umsatzsteuer von 3% entrichten. Dem heute vorgestellten Konzept müssen aber noch alle EU-Mitgliedstaaten zustimmen. Bisher werden Firmen in dem EU-Land besteuert, in dem sie ihren Sitz haben und nicht überall dort, wo sie Umsatz machen. Wirtschaftsverbände sehen die EU-Pläne skeptisch. Google und andere Internetgiganten streuen ihre Gewinne weltweit in Steueroasen, in Europa gerne in Irland. Auch Facebook und viele andere bündeln hier ihre Europageschäfte mit Gewinnen, die meist ganz woanders entstehen. Im Schnitt zahlen Internetkonzerne nach Berechnungen der EU-Kommission nur halb so viel Steuern wie traditionelle Unternehmen. Heutzutage ist das Businessmodell der Digitalunternehmen: große Gewinne werden irgendwo anders in einem anderen Land gemacht, mit einem Klick, ohne dass das Unternehmen vor Ort präsent sein muss. Wenn Sie ein Foto liken, ein Video posten, geben Sie Informationen preis. Diese Daten werden verkauft an andere Firmen und dabei fallen die Gewinne an.
Diese Wertschöpfung soll nun besteuert werden. 120 bis 150 Internetfirmen könnten unter die Regelung fallen. 3% Umsatzsteuer solle im Land der Online-Nutzer fällig werden. Mindestens 5 Milliarden Mehreinnahmen sollen in die Mitgliedstaaten zurückfließen. Die konkrete Umsetzung ist noch unklar. Branchenvertreter befürchten eine Verschärfung im Handelskonflikt mit den USA. Wir gehen hier ähnlich in einen internationalen Standortwettbewerb wie der US-amerikanische Präsident Trump und fordern faktisch zwar nicht einen Strafzoll, aber eine Strafsteuer für Unternehmen, die überwiegend aus den USA kommen. Und wir können fest davon ausgehen, dass die USA, aber auch andere Länder darauf reagieren werden und das, was wir jetzt in den Steuerwettbewerb geben, wie ein Bumerang zu uns zurückkommt. Auch kleinere EU-Mitglieder sehen den Vorschlag kritisch. Die EU-Mitgliedstaaten müssen das Modell noch absegnen. Die EU-Kommission hat dem deutschen Chemiekonzern Bayer die Übernahme des US-Agrarunternehmens Monsanto erlaubt. Sie knüpfte die Genehmigung aber an umfangreiche Auflagen. So muss Bayer mehrere Sparten an den Konkurrenten BASF verkaufen, damit der Wettbewerb nicht eingeschränkt wird. Eine Zustimmung der US-Wettbewerbshüter steht noch aus. Durch die Übernahme würde Bayer der weltweit größte Anbieter von Saatgut- und Schädlingsbekämpfungsmitteln. So sieht sie aus, die Zukunftsvision, die Bayer Monsanto den Landwirten weltweit verkaufen will. Eine üppige Ernte durch genverändertes Saatgut, dazu passgenaue Unkrautvernichter und obendrauf viel Technik, um mit iPad und Computer das Letzte aus dem Boden rauszuholen. Bei Europas Verbrauchern genießt diese Art Landwirtschaft nicht den besten Ruf, doch die EU-Kommission genehmigte die Fusion trotzdem. Es gab ein großes öffentliches Interesse an dem Fall. Wir haben über 1 Million Eingaben von Menschen bekommen, die sich Sorgen machen. E-Mails, Tweets, Postkarten. Eine Sorge, wenn zwei Riesen in der Landwirtschaft fusionieren, gibt es dann noch Wettbewerb? Damit Bauern auch künftig Auswahl haben, hat die EU Bayer verpflichtet, große Teile seines bisherigen Saatgutgeschäfts zu verkaufen. Und zwar hierher an BASF. Der deutsche Konzern soll ein neuer Konkurrent für Bayer Monsanto werden. Doch Kritiker stellt das nicht zufrieden. Sie halten die ganze Industrialisierung für falsch. Mit Bayer Monsanto entsteht der weltgrößte Player im Agrochemiesektor mit einer einzigartigen, nie dagewesenen Kontrolle über Saatgutmarkt, Pestizidmarkt, über Big Data, über die Daten der Landwirte, über die Digitalisierung. Und damit hat dieser Konzern immer mehr Kontrolle über die Zukunft unserer Ernährung. Ob die Fusion zustande kommt, hängt nun davon ab, ob auch die US-Behörden zustimmen. Die EU-Kommission hat heute eine umstrittene Entscheidung getroffen, denn viele Verbraucher sorgen sich, dass bald ein übermächtiger Konzern unsere Ernährung bestimmt. Die Kommission versuchte, diese Angst zu nehmen. Das Ja zur Fusion bedeutet nicht, dass die EU auch Ja sage zu genmanipulierten Lebensmitteln in Europa. Eine Dokumentation zur geplanten Übernahme von Monsanto durch Bayer zeigt das erste heute um 0.20 Uhr in der Reihe Die Story im Ersten. Einer der bekanntesten deutschen IS-Kämpfer soll nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung in Nordsyrien gefangen genommen worden sein. Es handle sich um den Deutsch-Algerier Fared Saal. Er soll sich 2013 der Terrororganisation Islamischer Staat angeschlossen haben. In Propagandavideos habe er versucht, deutsche Muslime für den IS anzuwerben. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm unter anderem mehrfachen Mord vor. In Nigeria sind die von Islamisten entführten Schülerinnen aus Dapchi wieder frei. Nach offiziellen Angaben befinden sie sich in Sicherheit. Die Mädchen seien von Kämpfern in ihren Heimatort gefahren worden. In Dapchi im Nordosten Nigerias war Ende Februar eine Schule angegriffen worden. 110 Schülerinnen im Alter von 11 bis 19 Jahren wurden entführt. Es wird vermutet, dass die Terrormiliz Boko Haram für die Tat verantwortlich war. Tausende Menschen haben in Mainz Abschied von dem verstorbenen Kardinal Lehmann genommen. Im Schritttempo wurde der Sarg auf einem Wagen durch die schweigende Menschenmenge zum Dom gefahren. Für den Trauergottesdienst waren zahlreiche Ehrengäste aus Kirche und Politik angereist, darunter auch Bundespräsident Steinmeier. Lehmann war am 11. März im Alter von 81 Jahren gestorben.
Schneesturm in den USA. Einen Tag nach dem kalendarischen Frühlingsbeginn schneit es in weiten Landesteilen an der Ostküste. Bis zu 40 Zentimeter Schnee werden mancherorts erwartet. In Washington sagte das Weiße Haus alle Termine von Präsident Trump ab. Behörden und zahlreiche Schulen blieben geschlossen, tausende Flüge wurden gestrichen. Es ist bereits der vierte Schneesturm innerhalb weniger Wochen. Die Lottozahlen: 20, 26, 29, 38, 43, 48. Superzahl 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 22. März. Morgen sorgt Tiefdruckeinfluss für wolkenreiches und teilweise nasses Wetter. Heute Nacht breiten sich aus Norden Wolken aus. Dem Nordwesten bringen sie überwiegend Regen, dem Nordosten häufig Schnee. Weiter südlich oft klar und südlich der Donau scheint am Tag zunächst vielerorts die Sonne. Ansonsten meist bedeckt und gebietsweise fällt Schnee, der zunehmend in Regen übergeht. Im Norden und Nordwesten heute Nacht frostfrei, sonst minus 1 bis minus 10, an den Alpen bis minus 16 Grad. Morgen Werte von 0 bis 7, an Ems und Niederrhein 8 bis 9 Grad. Am Freitag viele Wolken und örtlich Regen, im Südosten sowie im Bergland etwas Schnee. Am Wochenende wird es milder und vor allem in den südlichen Landesteilen auch wieder freundlicher. Um 22.15 Uhr meldet sich Karin Mioska mit diesen Tagesthemen. Selbstkritische Kanzlerin, Merkels Regierungserklärung und die Reaktionen. Und Skandal um Facebook, wie man in der US-Tech-Branche über die Datenaffäre denkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.